Aber die Revolution kommt. Die Revolution kommt. Das ist ein großartiger Ort für einen Außenposten. Sind das echte? Jetzt sucht er gerade noch. Sind das echte Kameras oder ist das nur? Ich frage mich, wo die sind. Cherry Alpha, bitte komm. Was ist hier los? Angeblich soll ein Laster nach Lombard gefahren sein. Mit Eskorten, Helikopter und so. Könnte Walker gewesen sein. Wir checken das mal. Okay, ich sag's Parrish. Halt mich auf dem Laufenden. Ich würde das mal brennend interessieren, ob das richtige Videokameras sind. Da hinten ist der Van, ne? Wenn das der Van ist. Hallo. Ist das der in der Gasse? Nee, das ist ein anderer. Okay. So, mein Gott, wie viele Sachen wir hier zu tun haben, das ist ja unfassbar. Aber die Nebenquest ist jetzt irgendwie verschwunden, komischerweise auch. Also sind die irgendwie nur gewisse Zeiten da. Und, huch. Karl, der Karton. Ist mein bester Freund. Karl, die Kiste haben sie nicht gefragt. Sie haben ihn einfach fortgejagt. Zappelnde Kisten. Zappel Philipp. So, achso, Munition können wir nochmal auffüllen, wenn wir schon einmal da sind und Wertsachen verkaufen. Achso, ich wollte mal gucken bei Waffen, bei Pistole. Wie sieht's denn hier aus mit Pistole? 2000 Dollar! Für ein Upgrade, aber was ist denn hier, wenn ich jetzt, warte mal. Wie konnte ich denn nochmal, wie war das denn nochmal, wie war das denn nochmal? Nein. Ach so, genau, nee. Und zwar bei der hier. Wie kann ich die denn jetzt, cool. Ah, genau. Ich will die nämlich als ganz normale Waffe nutzen. So, warte mal. Equipment. Nein. Guck mal, 22U haben wir schon, oder 22T. Ich hätte gerne... Wo war das denn nochmal mit... Ach nee, Aufsätze war das, ne? Schalldämpfer. Aber wofür ist denn der Schalldämpfer? Ist er dann für jede Waffe? Im Besitz. Würde mich jetzt mal brennend interessieren, wo... Wo mache ich denn diesen Schalldämpfer jetzt dran? Kann ich den überall anbringen? Warte mal. Lauf. Schalldämpfer. Ja. Super. Ah, cool. Jetzt haben wir jetzt schon mal eine schallgedämpfte Pistole. Kann ich jetzt hier auch einen Schalldämpfer drauf machen? Nee, das geht nicht. Okay. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal sehr nice. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal sehr nice. Haben wir wenigstens schon mal eine Waffe, mit der wir schon mal geräuschlos erledigen können. Dass wir quasi da ein bisschen mehr Ruhe haben. Weil das wollte ich. Weil ausrasten können wir immer. Ausrasten können wir immer. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Alter, wie geil das einfach aussieht. Das sieht aus wie oben bei Star Trek oder so. Unendliche Weiden. Die Galaxie. Mann, ich will hier alles... Ich will hier alles erforschen. Das ist... Oh Gott. Ich will hier... Oh. Vielleicht sollte ich mal ganz schnell rein... Mann, ich will hier alles erforschen. Ich will hier jeden Raum durchsuchen und durchblättern. Aber ich glaube, das wird das Let's Play, glaube ich, sprengen. Aber einerseits denke ich mir dann... Nein, lass es liegen. Fass nicht mal alles an. Einerseits denke ich mir aber, so will ich ja privat ja auch spielen. Und, ne, weil ich will hier alles gucken und... Ihr könnt mir das ja mal unter die Kommentare schreiben. Schreibt mir das einfach mal unter die Kommentare... was sie davon halten, ob wir wirklich alles so gucken sollen, alles untersuchen sollen und sammeln und hast du nicht gesehen, pipapo? Weil man sieht ja, man kommt in fast jedes Gebäude hier rein, was hier zu sehen ist und das wird eine Lebensaufgabe. Das sehe ich jetzt schon. Also das Let's Play sowieso länger wird wie Fallout, kann ich mir denken, das auf jeden Fall. Ich glaube, das wird, glaube ich, länger wie Fallout.
Wo ist jetzt das Luftschiff? Ist das jetzt... Okay, nicht da. Boah. Okay, wir müssen in die obere Etage. Na, wie war nochmal? Achso. Hallo? Ah, der speichert. Ich dachte schon, warum bleibt er jetzt hängen? Ah, wir müssen jetzt die... Wir müssen das Fahrzeug, glaube ich. Halte deine Position und wehre den KVA-Angriff ab. Halte deine Position. Muss ich jetzt hier einfach, Ist das Fahrzeug jetzt zerstört, oder? Das hörte sich nicht danach an. Doch. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ach, das sind gar keine Scharfschützen-Symbole. Das sind einfach nur normale Soldatensymbole. Hallo? Zeig dich. Na. Das gibt's. Boah, wie geil es mit den Funken hier aussieht. Na, gibt's doch gar nicht. Jetzt stirb doch einfach, du dumme Drecksau. Jetzt. So, geht doch. Nee, der Wagen existiert noch. Also der ist es der, der hier noch steht. Ist nicht so schlimm. Jetzt nicht mehr. Boah, krass. So. Tja, Jungs. Ich glaube... Oh, wie geil das Feuer aussieht. Entschuldigt bitte, wenn ich hier permanent irgendwie was... Was ist das? Da kann ich irgendwas sammeln, aber ich komme da nicht hin. Ah, doch. Treibstoff. Ah, man kriegt von den Fahrzeugen auch Gegenstände. Ist ja interessant. Man muss ja alles natürlich auch rausfinden. Ich bin immer noch in der Ausprobierphase. Ah, um Ressourcen zu sparen, spawnt das Auto weg. Okay. Ich dachte schon, warum explodiert es jetzt noch? Ich bin ja mal noch so ein bisschen in dieser Anlernphase, weil so richtig fordern ist es bis jetzt nicht. Ich meine, ich will jetzt nicht angeben oder so, aber ne, ich meine, ich schieße ja schlecht, man merkt's ja. Aber trotzdem irgendwie. Ich baue mir noch mal ein paar von den Bomben, die sind echt geil. Also wenn wir da mal Fahrzeuge haben oder so. So. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Da oben steht jemand und wartet auf uns. Ach, das ist nur so ein Koreaner. Ist egal, es stört mich. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Mehr will ich dazu nicht sagen. Die verschwörerische Ente, die man auch nicht erschießen kann. Die ist an allem schuld. Die ist an allem schuld hier. Und sie ist Skynet. Da wette ich mit. So. Ah, die haben auch ein bisschen Geld immer dabei. Das ist schon mal praktisch. Alter, das ist der Schalldämpfer 1000 kostet. Naja, das ist so ein Witz. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir ihn. Wenn wir nochmal einen... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Nein, das wollte ich auch nicht. Jetzt habe ich einen verschwendet. Ich wollte die Taschenlampe anmachen. Verdammt. Also wie gesagt, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Für die Leute, die jetzt Let's Play gucken, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr gerne Erkundungstouren haben möchtet bei dem Spiel. Also dass wir anstatt dann eine Hauptmission machen, dann erstmal Nebenquests und halt, ja, so Aufgaben machen. So, man hat ja gesehen, es gibt ja so Anschlagsbretter, wo es halt Nebenquests gibt, dass wir die erstmal machen, dann so ein bisschen mit Erkundung. Ich würde gerne den Wunsch nachkommen dann. Nein. Ich vergesse es mal mit der Lampe, welche Taste das ist. So, nochmal eben kurz auf die Mission gucken. Hat er denn jetzt trotzdem bei den Jobs die gezählt? Töte Einsatzsoldaten mit dem Sturmgewehr. Warte mal.
Ich nehme die mal, ich aktiviere die mal. So. Was haben wir hier noch? Achso, das hatten wir. Das ist das, was wir alles hatten. Ja, Hauptmenü, okay. So, ich aktiviere diese Mission jetzt einfach mal. Aber man erkennt schon einen ganz kleinen Widerspielwert zu der Metro-Reihe. Deep Silver hat ja auch damals hier Metro und so rausgebracht. Und das erinnert mich jetzt mit der Uhr unheimlich daran. Also wer das Let's Play von Metro nicht kennt, schaut es ruhig auf dem Channel. Also auch bei mir, ich habe es ja Let's Played. Metro 2033. Und ja, das... Das andere Metro, das hatte ich auch gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt nochmal... Ich habe die komplette Metro Redox-Reihe ja Let's Played. Eins hatte ich dann im Livestream gespielt und eins hatte ich dann hier auf dem Channel gespielt. Könnt euch angucken. Also hier mit der Uhr immer am Unterarm, das ist so... Das erinnert schon unheimlich an Metro. So, jetzt brauche ich noch eben einen Soldaten. Wenn ich jetzt noch eben auf die Schnelle einen finde... Ja, konnichiwa. Ja, konnichiwa. So, wo ist denn hier mal... Weißt du, jetzt sind die Straßen leergefegt. Die ganze Zeit läuft alle paar Meter einer... Ja, ist doch klar. Weißt du, die ganze Zeit läuft alle paar Meter einer über den Fuß und stehen direkt vor dir. Und jetzt auf einmal, wenn du so eine Nebenquest aktivieren willst, nö. Sagt das Spiel einfach, nö. Nö. Chris nicht. Nö. Sieh zu, wo den Soldaten her, Chris, zum Erschießen. Ja gut, dann machen wir halt erstmal die Mission. Beenden wir die und dann schauen wir gleich mal, dass wir da eine Nebenmission mal machen. So. Habe Walker gesehen. Wir versuchten, sie gegen... Verschollene Patrouille. Brady, hier spricht Ned. Danke für das, was du getan hast. Scheiße, ich hasse es, Leute zu verlieren. Der einzige Lichtblick ist diese Spur von Walker. Andys Leute haben gesehen, wohin sie ihn mitgenommen haben, und unsere Aufklärer haben vorhin gemeldet, dass noch welche am Leben sind. Die Norks haben sie gefangen genommen und in die gelbe Zone von Earlston gebracht. Wir müssen versuchen, sie zu befreien und herausfinden, wo sie Walker festhalten. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Earlston. Können wir uns dort treffen? Du erscheinst mir als ein Mann, der Ergebnisse erzielt. Ich markiere den Tunnelstandort auf deiner Karte. Wir sehen uns dort. Triff Ned Flanders in der gelben Zone von Earlston. Okay, das ist unsere nächste Mission. Kann ich denn jetzt... erschreck mich doch nicht so. Kann ich denn jetzt... Brady, Harris spricht. Ned sagte mir, du... Nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Bin froh, dir vertraut zu haben. Du sollst nach Ja, ich mach's sofort weiter. Ich will nur mal eben schnell hier das mit dem Sturmgewehr ausprobieren, ob das jetzt unterwegs geht. Sein, also muss ich dich warnen. Die Norks haben dich identifiziert. Dein Name ist überall. Ach, da oben, das hat er ja schon gezielt. Ach so. Ah, okay. Du musst gut auf dich aufpassen, okay? Ned erklärt dir alles weitere, wenn du ihn triffst. Ah, das sind die also. Ah, halt, stopp. Nein. Ah, verstehe. Das sind also diese Missionen, die ich oben schon eingeblendet hatte zwischendurch. Ja, mit den Soldaten. 17 von 20 haben wir. So, ich lasse sie jetzt mal da. Obwohl, wir können den mal helfen. Hier für euch. So, ciao. Ja, fick dich, Mann. Bleib unten. Da war doch noch einer, ne? Oder? Ah, hier. Gehört zwar zu uns, aber egal. So, haben wir den Widerstand ein bisschen hier wieder geholfen? Was, wo? Wer, was, wo? So, 19 von 20. Einen brauchen wir noch, dann haben wir's. Zack. So, immer schön. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mal alles angrapschen. Das ist, weiß nicht, das wird ganz schlimm in dem Spiel. Ganz schlimm in dem Let's Play hier. Das ist so. Naja, gut. So, dann haben wir die Mission ja gleich schon fertig.
Und wir müssen einen Seeker fotografieren. Das. Die Seeker war doch diese. Das waren doch diese Drohnen, ne, oder? Wenn ich mich recht sinne. Ah, der will da nicht. Kann ich hier. Ah, hier kann ich. Hier auch? Hier kann ich auch. Sehr schön. Da oben will er nicht rüberklettern. Da dürfen wir anscheinend nicht lang. Dann muss ich doch nochmal hier lang. Und nochmal hier lang laufen. Da ist jemand von uns am Laufen. Okay, wir können natürlich auch ein paar Widerstandskämpfer engagieren, um mit uns zu kämpfen. Aber momentan bin ich eigentlich noch relativ gut bedient, dass wir hier alleine unterwegs sind. So. Apex. Geht schon wieder Richtung Mission hier. Straight Richtung Mission. Es ist so. Weiß nicht, es ist so angeboren. Bei mir. Ich sehe was leuchten. Da muss ich hin. Und dann laufe ich auch direkt dahin. Weil hier die ganzen Gebäude. Hier. Ich meine, da waren wir, glaube ich, schon. Wenn wir nicht ganz. Boah, Alter, wie geil. Alter. Ich feiere das. Ohne Scheiß, ich feiere das voll. Oder waren wir da schon drin gewesen? Elementary? Ach ja, doch. Elementary, das hatten wir ja befreit gehabt. Stimmt ja, da war ja was. Hier irgendwas drin in den Bussen oder so? Mal vorsichtshalber. Wo ist das denn? Ja gut, es kann natürlich von der Seite reinregnen. Na, es kann natürlich. Also, oh, hier ist aber gemütlich. Oh, hier ist aber echt gemütlich. Ich glaube, hier bleibe ich. Ich glaube, hier bleibe ich. Hier ist echt gemütlich. So. Ja, mein Gott, das nächste große Let's Play auf meinem Channel. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, nach Far Cry werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal wieder überlegen, was mache ich als nächstes. Aber ich hatte. Boah, wie geil. Entschuldige bitte, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Aber ich hatte Homefront The Revolution schon länger im Auge. Und auch wenn es schlechte Bewertungen bekommen hat und auch so generell, so wie gesagt, so schlecht durch die Presse ging, möchte ich dem Spiel doch einfach mal eine Chance geben. Und es hat mich bis jetzt schon sehr überzeugt. Also muss ich sagen, es spielt sich sehr gut. Na, es ist jetzt natürlich kein, boah, Battlefield oder kein Call of Duty, aber die Story gefällt mir sehr gut. Und das ist momentan bei mir sowieso sehr wichtig, weil wir ja sowieso ein Let's Play. Wir haben Informationen, dass die KVA dieses Arbeitergebäude als Waffenlager nutzt. Geh dorthin und 150 Dollar. Ah, das ist deine Waffenmission abgeschlossen. Oh, das Luftschiff kommt. Oh. Und das mit den Waffenmoddings finde ich ganz cool bei dem Spiel. Weil so in der Art und Weise habe ich das in keinem anderen Spiel bisher gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich spiele gerne Shooter. Auch so storymäßig, wisst ihr ja auch so, wie gesagt, Metro. Bin ich ein ganz großer Fan von. War auch ein sehr geiler Story-Shooter. Hier ist doch noch einer, oder nicht? Hier war doch. Wieso zoome ich eigentlich ran, wenn er so nah ist? Ich weiß es nicht. Das ist auch eine dämliche Angewohnheit von mir. Ich bin alt, habt ein Nachsehen mit mir. So. Wie langsam und gemütlich er aber auch die Treppe hochgeht, ne? Komm heute nicht, komm nächste Woche. Sehr schön. OCU Pharmaceuticals. Pharmaceuticals freigeschaltet. Also wir haben das Gebiet freigeschaltet. Sehr schön. Sauber. Läuft bei uns. Läuft. Aber das kann doch noch nicht ganz Philadelphia sein jetzt hier, oder? Ich habe hier als Kind gelebt. Sieht schön aus, als wären unsere Informationen richtig gewesen. Ich sollte diese Waffen werden äußerst nützlich sein. Ich sorge dafür, dass sie unter unseren Leuten verteilt werden. Toller Fund, Brady. Ist denn. Ich suche immer. Was ist das denn hier? Ah, okay. Prozessor.
Ich suche bei diesen Lagerhäusern immer hier so... Hier ist Janice. Mögliche Sichtung Walkers in Ostlombard. Werde mir das mal ansehen. Sind schon dort. Wir überprüfen das. Du willst wohl den ganzen Raum für dich haben, Tom. Es gibt kein Ich im Team und so ein Scheiß. Tony ist dort, also wird er es überprüfen. Was wollte ich gesagt haben? Ich suche bei denen immer so ein Tagebuch, weil wir bisher haben wir kein neues Tagebuch. Oh, was ist das denn? Tontauben schießen. Wegen dieser verdammten Seeker wird es immer schwieriger, sich fortzubewegen. Wir müssen ein paar von ihnen ausschalten. Ja, das kriegen wir hin. Während wir ja sowieso ein Foto machen von den Seekern, können wir auch direkt ein paar erschießen. Aber wir haben ja noch eine andere Mission, die muss ich mir gleich nochmal angucken. Ich suche mal verzweifelt nach einem Tagebuch, aber bisher finden wir keins. Da oben stand gerade, zerstöre Seeker, 0 von 5, 5 müssen wir also zerstören. So, das haben wir gerade so gehört. Fotografiere Seeker, ja, Tontraum schießen. Töte KVA-Einheiten mit der M9. Die M9 haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne, oder? Wo ist denn hier der Waffenschrank? Ah, hier. Was ist denn die M9? Ist das keine M9? Kampfgewehr? Ist Kampfgewehr eine M9? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay. Verkaufen nochmal ein paar Wertsachen. $115 haben wir für die Wertsachen bekommen. Sehr schön. So, Munition wird aufgefüllt. Zerstöre Seeker mit der Schrotflinte. Ich habe gar keine Schrotflinte, Alter. Warte mal. Kann ich denn... Ich kann die Waffe, die ich jetzt habe, zur Schrotflinte umbauen. Ist das euer Ernst? Das ist genau das, was ich eigentlich erwähnt hatte in irgendeiner Folge. Ich glaube an Folge 2 oder 3. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Ein normales Sturmgewehr. Warte mal. Nee. Hä? Ich habe doch jetzt gerade... Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Warte mal. Waffen? Ach nee, ich habe die Schrotflinte jetzt gekauft. Ne? Kann das sein? Habe ich denn... Warte mal. Kann ich denn... Wie viele Waffen kann ich denn eigentlich tragen? Nee. Ich blicke hier mit dem Menü noch nicht so ganz durch. So, hier ist das Sturmgewehr, ne? Und hier ist Pistole. So, und hier ist die Schrotflinte. Kann ich... Wie wähle ich die denn jetzt aus? Equipment? Nein. Aussätze? Nein. Kleidung? Da müssen wir auch mal gucken, dass wir ein bisschen sparsamer sind. Boah, da sind auch so viele Sachen, die wir noch machen müssen. Ausrüstung. Wie kann ich denn hier... Ach so. Ja, warte mal. Erhöht die Rucksackkapazität. Verdoppelt die Wertsachenkapazität des Rucksacks. Nee, ich hätte gerne... Gibt es ja noch irgendwie so einen Rucksack oder... so einen Gegenstand, wo man drei Waffen mitnehmen kann? Knieschoner? Mhm. Anscheinend nicht. Okay. Das wäre noch geil gewesen. Anscheinend kann man doch nur zwei Waffen tragen. Vielleicht auch drei, bin mir da nicht ganz sicher. Ich schaue nochmal eben. Moment. Also hier habe ich jetzt keinen anderen Platz frei. Primärwaffe 1, Seitenwaffe. Okay, also unten sieht aus, ob da noch ein bisschen mehr Platz ist. Vielleicht haben wir es auch noch nicht freigeschaltet. Vielleicht kommt das noch. Gut, dann gehen wir mal auf Seeker-Jagd. Und ich bin sehr gespannt, wie die Flinte wird. Ich lasse mich da echt überraschen. Ich bin ja nicht so ein großartiger Freund von Schrotflinten. Außer bei Zombie-Spielen. Okay, ich gehe noch nicht raus. Ich gehe in den Keller. Dass man da auch mal drauf achten muss, ne? Das ist schon... Ist schon ganz cool gemacht. Weil sonst hat man ja echt wieder Stress hier. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir auch ein paar Seeker finden.
Das wird, glaube ich, erstmal nicht so einfach, oder? Boah, wie geil das ist. Ganz ehrlich. Das ist voll cool. So, und für alle Leute, die sich fragen, ist das ein Live-Let's Play? Nein, das ist ein privates Let's Play. Also ich nehme das privat bei mir auf, ohne im Livestream. Und das Spiel wird auch vorerst mal nicht in der Let's Play Live-Show gezeigt. Also es wird erstmal nur hier auf YouTube laufen. Weil ich gerne herausfinden möchte, ob halt Leute, die den Stream schauen, auch auf YouTube schauen und halt sich ein Let's Play angucken bei mir. Weil mir ist aufgefallen, in der letzten Zeit zum Beispiel, ja, haben sich Leute auch nicht mehr so für Far Cry interessiert und auch nicht mehr. Ich habe ja Adam's Venture, habe ich ja zum Beispiel komplett abgebrochen, das Let's Play. Genau wie damals auch Assassin's Creed Black Flag. Und jetzt wollte ich mal schauen, weil Adam's Venture war ja auch ein Live-Let's Play und die Leute, die es im Stream gesehen haben, schauen es sich natürlich nicht nochmal im, auf YouTube an. Deswegen würde mich jetzt mal brennend interessieren, wie das aussieht hier mit Homefront. Und es kommt ja bald ein neues Let's Play. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ich glaube, dann ist es schon da. Und zwar 7 Days to Die. Ja, aber diesmal nicht mit mir allein, sondern mit ein paar anderen. Hallo, mein Freund. Warte mal, ich würde den gerne... Ach, drei Seeker. Ja, natürlich. Natürlich muss ich drei fotografieren. Natürlich, ist klar. So, wo ist denn? Ich hau jetzt ab. Tschüss, Jungs. Na, geh da rein. So, die können mich mal.